Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Plastikmodellbaufreunde. Heute habe ich mal wieder etwas Kleineres für euch. Und zwar präsentiere ich euch ganz stolz aus dem Hause Modellbau König unsere Resinfiguren, die das Thema Wehrmacht 46 und What If präsentieren. Gegossen und modelliert wurden die von einem sehr bekannten, renommierten Resinfigurenhersteller. Und ja, wie man auf dem Deckelbild sehen kann, bemalt wurden sie auch, und zwar von mir. Ja, und ich lade euch gerne ein, einen Blick ins Innere mit mir zu werfen. So, die Figuren gibt es einmal einzeln oder auch als Set. Hier habe ich, stelle ich euch mal das Set vor. Mitgeliefert wird ein Grenadier mit einem Sturmgewehr 44 und ein Panzerkommandant, und der hat sogar eine kleine Maschinenpistole mit dabei. Ja, berücksichtigt wurden die typischen Ereignisse der späten Kriegslage, wie zum Beispiel den Helm, der dann als nächstes gekommen wäre, das Sturmgewehr zum Beispiel, aber auch die Infranachtschussanlage. So, fangen wir an mit dem Grenadier. Hier möchte ich euch die schöne Detaillierung der Figur zeigen. Ich fange mal ganz unten an, die schöne Schnürung. Man kann das hier schön erkennen, wie schön detailverliebt das ist und wiedergegeben. Dann haben wir hier den Faltenwurf der Hose. Sehr realistisch. Hier haben wir noch eine Hose, eine Hosentasche. Auch hinten weiß die Figur von der, vom Faltenwurf, von der Detaillierung zu überzeugen. Dann rutschen wir etwas höher. Hier haben wir die Elektrizität, die benötigt wurde für das Nachtsichtgerät. Die wurde hier untergebracht. Dann haben wir hier eine Decke, haben wir hier dann die typischen Holster, die Magazintaschen für das Sturmgewehr 44, dann die Anorakjacke. Auch hier ist eine sehr schöne Detaillierung vorgesehen und hinten noch eine Kapuze. Gut, dann haben wir an dem Angestück haben wir jetzt den Arm. Die Figur, die zeigt ja irgendwo hin. Dann haben wir hier den typischen Helm. Wem dieser Helm bekannt vorkommt, ja, den hat die NVA mit leichten Veränderungen hat die den übernommen. Also waren diese Entwürfe nicht umsonst. Hier haben wir ein schön modelliertes Gesicht. So, ich drehe das Ganze mal. Die Angüsse, die reduzieren sich auf ein absolutes Minimum. Sehr anwenderfreundlich, hier absägen, da ein bisschen versäubern. Kein Grat, Luftblasen oder ähnliches. So, dann kommen wir zum Püster. So, sehr schön zu erkennen. Das Sturmgewehr, der Pistole hat hier das Gewehr am Abzug. Finger natürlich, wie sich das gehört, nach oben. So, hier dann das Nachtzielgerät. Wenn ich mich nicht täusche, wurde ihm der Name Vampir gegeben. Auch hier fällt uns wieder schön die Optik auf von dem Maschinengewehr. Interessant, es wurde ja in der Blechpräge Optik hergestellt. Muss ja schnell gehen, zack, zack. Und das hat der Modellateur hier sehr schön wiedergegeben. Gut, kommen wir zur zweiten Figur, dem Panzerkommandanten. So, raus mit dir. So. Hier weist die Hose, die typische Hose der Panzermänner, etwas weniger Faltenwurf auf, geht dann über hier in den Drillich, den sich die Deutschen ja dann von den Engländern abgeguckt haben, der ja sehr kurz war, wo das Bauchteil wesentlich kürzer war als dann die Arme. Das hat sich wohl als sehr praktisch erwiesen. Was uns hier schön auffällt, Handschuhe, die in den Gürtel gesteckt worden sind. Dann haben wir hier das Pistolenholster. Wurde sehr schön wiedergegeben. Dann haben wir hier ein angegossenes Fernglas. Auch hier ist eine absolut super Detaillierung. Man kann sogar das Haltestück erkennen, was hier angebracht worden ist. So, auch hier von hinten. Sehr überzeugender Faltenwurf. Schöne Detaillierung, gute Maße wurden da genommen. So, dann haben wir hier das Gesicht. Interessant finde ich, dass er einen ganz guten Haarbewuchs hätte.
Ich denke mal, sein Regimentschef hätte ihm wohl mal empfohlen, mal wieder zum Friseur gehen zu müssen. Oder es ist im Winter, wo halt die Haare ein bisschen länger waren. Dann haben wir hier die Position von den Händen. Die Position haben wir extra so gewählt, dass der Kommandant was halten kann, eine Karte, ein Gewehr, was auch immer. So, auch hier fallen wieder die schönen Detaillierungen an den Händen auf, die Übergänge hier, die Faltenwürfe. Gibt das Ganze nochmal, ich hoffe, dass man kann da auch das Gesicht sehen. So, und last but not least haben wir hier die Maschinenpistole, wie sie auch richtig zeitgenössisch dargestellt worden will. Auch wieder in der Blechprägeoptik. Ein einfaches Holzteil wurde hinten dran gemacht an die gestanzten Teile. Alles musste ja schnell und billig gehen. So, auch hier fällt uns auf, der Guss ist super, es sind keine Blasen, es ist alles schön gerade. Das ist ja bei Resinen leider nicht immer der Fall. Sollte diesmal nicht der Fall sein, kleiner Tipp von mir, kocht euch Wasser auf, haltet das Teil da rein, am besten mit einer Pinzette, dass ihr euch nicht verbrüht, richtet das danach aus, abkühlen lassen, schon ist es fertig. So, vielen Dank, dass ihr euch mit mir das Set angeguckt habt. Eine kleine Korrektur habe ich noch, das ist keine Maschinenpistole, Asche auf mein Haupt. Das ist das Sturmgewehr 45, was in Planung war, aber über das Reißbrettstadium gar nicht hinausgegangen ist. Ja, nach der Schelte meines Kollegen hoffe ich, ich habe diesen kleinen Fauxpas wieder wettmachen können. Ja, komme ich zu meiner Schlussbetrachtung. Also, ihr bekommt hier zwei astrein gegossene Figuren mit richtig schönen viel Detailverliebtheit, in interessanten Posen, vielseitig anwendbar. Der liebe Thomas war so gut und hat seinen Rutscher hier geopfert für das Bild und hat, um damit wir das einfach mal demonstrieren können, wie die Figur in einen Panzerluke, an einen Kommandantensitz zum Beispiel reinpasst. Der Protagonist hier daneben steht und guckt sich das Ganze an. Ja, interessant ist auch noch der Preis. 19,95 verlangen wir dafür. Ein absoluter Knallerpreis für zwei Resinfiguren. Und von mir natürlich beide Daumen dafür hoch. Und vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, ich kann euch das nächste Mal wieder begrüßen.